Ich habe gedacht, das wäre nur ein... Das ist eigentlich fast traurig. Also ich habe eigentlich gedacht, das ist nur so ein kleiner Gag, dass man diese Mücken anklicken kann am Anfang. Ja. Naja, jetzt erfüllen sie ja doch einen Zweck. Also nicht ein rein atmosphärisches Gimmick. Also atmosphärisch, ja. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Es ist nicht nur dafür, dass es hübsch aussieht und lustig ist, drauf zu klicken. Es hat auch einen Zweck. Ich bin gerade nicht sicher, ob es das besser oder schlechter macht. Naja, schlechter nicht wirklich. Das wollte ich eigentlich nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Also, hochoffizielle, förmliche Entschuldigung an dieser Stelle. Ich verneige mich und tut mir leid. Ihr habt was gut bei mir. Gut. Gehen wir runter. Oh Mann. Oh weh. Bauen wir doch mal diese Sachen hier ein. Zuerst die Zahnräder. Dann diese Bohre. Oh, da muss man gar nichts puzzeln. Ich hab gedacht, da käme jetzt noch ein Minigame. Jetzt ist dieser Knopf verfügbar. Hübsch. Wir müssen Teile finden für die Lokomotive. Weil ich glaube, die befinden sich alle hier. Ich habe schon einige gesehen. Wir haben eine Tür. Oh, die müssen wir richtig puzzeln, glaube ich. Ja, die müssen wir puzzeln. So, was? Hä? Aber wenn ich mir diesen Plan angucke, sehe ich gar keine Tür mit zwei Fenstern, nur mit einer. Gut, was haben wir hier? Das ist ein Stück von diesem Kolben. Ein Fingerhut. Wozu ist der gut? Ah, schau daher. Muss ich das jetzt auch noch irgendwie in der richtigen Reihenfolge anbringen? Das müsste doch dahin gehören, wenn ich mal... Also, hier oben... Ich habe meinen Finger drauf gezeigt, ja. Das könnt ihr irgendwie nicht sehen, aber egal. Wenn man hier oben sich den Bauplan anguckt, dann müsste dieses Teil doch... Nee, es sitzt ein bisschen weiter hinten. Es müsste dahin. Ah! Und dann müsste dieser Kolben hier in diesen Zylinder rein. Relativ weit oben vermutlich. Das ist blöd. Da hat man jetzt überhaupt keinen Anhaltspunkt, wie weit er rein muss. Ist das ein Teil? Nein. Da. Auspuff. Auspuff? Nein. Wie nennt man das? In dem Fall. Was ist das überhaupt? Das müsste doch eigentlich ein Wassertank sein. Da macht so ein Teil mit Löchern doch gar keinen Sinn. Und wenn es der Auspuff ist, dann hat diese Lokomotive einen ziemlich krassen Sound, vermute ich mal. Zurück zum Thema. Entschuldigung. Kann man das aufmachen? Nein. Das gehört daran. Das gehört dahin. Wird das vermutlich da drauf. Und dann gehört hier die Tür rein. Jawohl. 7 von 16 Teilen haben wir schon. Oder erst. Na? Na? Wirst du? Oh, es gehört darauf. Es wird nicht. Das ist der große Schlot, Schornstein, wie auch immer. Ich bin da mit dem Eisenbahnjargon nicht so vertraut, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte als kleiner Bub zwar mal eine Eisenbahn, aber das Hobby habe ich mir aufgespart oder spare ich mir auf fürs Alter. Und ohne Scheiß, das mache ich. Ich werde die größte Eisenbahn der Stadt bauen, wenn ich alt bin. Wenn ich mal in Rente gehe irgendwann. Vermutlich mit 85 oder so, wenn das so weitergeht. Aber, naja, ich will jetzt keine schlechte Stimmung verbreiten und über Politik diskutieren. Das hebe ich mir für ein anderes Spiel auf. Das muss in so einem hübschen Spiel nicht sein. So, 12 von 16. Das ist die Lampe. Hinten fehlt auch noch so eine Leuchte.
so eine Leuchte, wie ich eine bin. Das Räumschild, weiß nicht, ob das fertig ist. Oh, hier fehlt auch noch ein Rad. Kann man das hier klauen? Nein. Was jetzt natürlich richtig fies wäre, ist, wenn nicht alle Teile in diesem Bild versteckt sind. Aber ich glaube, so gemein ist das Spiel nicht. Zwei fehlen noch. Also ich glaube, es fehlt noch diese Lampe hier hinten. Hier. Und... Ja, das Rad. Das zweite Rad. Jo. Schauen wir mal. Kann ja nicht so schwer sein. Vielleicht, naja. Blindes Huhn findet auch mal ein Korn. Komm. Ernsthaft? Das habe ich jetzt eigentlich nicht wirklich gesehen. Das war jetzt eher Zufall. Ich glaube, ich bin zu ehrlich. Zack. Das ist gar kein Licht. Das ist dieser Auflaufpuffer. War das richtig? Eisenbahnfans, bitte steinigt mich nicht. Wie schon gesagt, ich befasse mich irgendwann später damit. Und ich meine das ernst. Was habe ich gesagt? Fehlt jetzt noch das zweite Rad. Eigentlich müsste diese Speichengeschichte ziemlich auffallen hier. Schon allein von der Farbe her. Aber die Farbe ist ja auch gern mal... an den Hintergrund, wo es versteckt ist, angepasst. Oder wisst ihr was? Also, ich will... Nein, nein, das will ich nicht mehr sehen. Nein, okay. Ich habe jetzt schon gedacht, also da passiert was ganz Fieses. Irgendwie... Ja, ich weiß, dieser Gullideckel hier, der hat's mir angetan. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe zuerst jetzt gedacht, vielleicht ist es das, weil die Form recht ähnlich ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass auch... Oh nein. Entschuldigung. Naja. Ich hab's nicht anders verdient. Ich hoffe, ich kann mich noch an alles erinnern. Oh Mann. Ja, wie gesagt, sorry dafür. Es war ja eigentlich völlig klar, aber naja. Also, das Rad muss hier irgendwo sein. Vielleicht ist es auch wieder nur irgendwo teilweise auf dem Bild zu sehen. Aber die Größen haben ja, also die Proportionen haben hier jetzt immer gestimmt in diesem Rätsel, also... Müsste es ja genauso groß sein wie das andere. Das sollte sich ja finden lassen. Ich frage mich, ist das eigentlich unser Fluchtvehikel von diesem Turm? Oder wollen wir überhaupt fliehen? Also, das funktioniert ja schon wirklich gut mit diesem Spiel, das. Oder in diesem Spiel, das. Keine textuelle oder sprachliche Interaktion notwendig ist, beziehungsweise Interaktion ist im Spiel ja sowieso selten, aber dass nichts Geschriebenes oder vorgelesen wird, nichts gesagt wird, aber so eine große Story hat sich für mich jetzt noch nicht ergeben, auch nicht über das Intro irgendwie. Nur, dass man vielleicht diese Puzzleteile sammeln muss, aber warum das jetzt genauso ist, ich weiß es nicht. Aber vielleicht klärt sich das ja auch noch auf.
Wäre schön, wäre schön. Wenn sich da noch so eine große Hintergrundstory quasi zeigt. Ich werd verrückt. Ach Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Das ist fies, das ist für Kinder. Ja gut, wahrscheinlich sehen Kinder sowas sogar noch eher als ich. Alter Sack. So. Gott. Schön. Und ab dafür. Ja, es ist unser Fluchtvehikel. Oder zumindest ist es unser Vehikel. Da ist noch eine Glühbirne gewesen. Die hätte ich gerne gehabt. Schön, ich glaube, wir fahren damit jetzt zum nächsten Abschnitt des Spiels. Ja, sieht so aus. Oh, hier muss man jetzt auch nochmal puzzeln. Das sind, glaube ich, die Puzzleteile, die wir eingesammelt haben. Das ist natürlich schön mit diesen... mit diesen Teilen, die auch absolut einfach zuordnenbar sind. Ich vermute mal, wir müssen jetzt die nächste Station puzzeln. Stelle ich jetzt einfach mal so in den Raum. Und da wir uns in diese Richtung hier quasi, wenn man das als Karte sieht, Richtung Südost fortbewegt haben, dann vermute ich mal, dass wir das da hier jetzt zusammenpuzzeln müssen. Vielleicht bin ich auch mal wieder total auf dem Holzweg. Wäre ja nichts allzu Neues. Guck mal, das könnte dahin passen, ne? Ich puzzle mal. Das Spiel lässt mich nicht los. Eigentlich wollte ich gerade eine Aufnahmepause ankündigen, aber das muss ich jetzt noch tun. Das muss ich jetzt noch tun. Oder das sind einfach irgendwelche Puzzleteile. Es kann natürlich auch sein, dass ich nicht nur die nächste Station... Ich schiebe mal alles beiseite. Und dann nehme ich mir mal ein markantes Teil. Das glaube ich eh am besten, wenn ich das alles mal erstmal ein bisschen wegtue. So, weil das hier ist so ein Flusslauf, kann ich die Teile irgendwie drehen? Nee. Das könnte dann theoretisch dahin gehören, ne? Ja. Und das könnte dann dahin gehören? Aha. Also, naja, schauen wir mal. Ich habe mir gerade ein bisschen Gedanken gemacht im Hintergrund, wie viel von diesem fehlenden Bereich wir jetzt auspuzzeln nach dieser ersten Station. Weil ich bin da ja immer so ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen, dass ich mir dann jetzt schon fast denke, och nö, da sind so viele Teile. Ich hoffe, das Spiel dauert noch so lange. Ich will noch gar nicht so viel gelöst haben davon, weil das Spiel ist wirklich schön. Das macht Spaß. Es ist jetzt vielleicht kein so hoch anspruchsvoller Titel, aber ich finde das zwischendrin auch immer mal ganz schön, wenn Spiele einfach so kindliche Gefühle und Erinnerungen einfach wieder weckt. Und das tut das hier auf jeden Fall. Das passt nicht. Es ist wahnsinnig schön gemacht und ja. Na, wo gehört denn das hin? So stimmungsvoll und einfach alles so passend. Die Musik ist irgendwie weg. Naja, hoffen wir mal, sie kommt wieder. Ist das ein Parkour? Das gehört da, glaube ich, hin. Ich will wieder Musik. Die Musik ist so schön. Ohne die Musik ist ehrlich gesagt nur noch halb so toll. Geht ziemlich viel von der Stimmung ziemlich schnell flöten. Besonders, wenn irgend so eine Heini wie ich die ganze Zeit rumquatscht. Das gehört dahin. Ach, ich freue mich schon auf den Himmel. Das gehört nicht dahin. Ich bin ja schon ruhig. Ich freue mich schon darauf, den Himmel zu puzzeln. Ja, das ist immer das Schönste an so einem Puzzle, dann den Himmel aus 100 absolut uniformen Teilen zusammenzusetzen. Es ist ja kein Himmel mit tollen Wolkenstrukturen. Nein, es ist ein... Naja, es hat ein paar Sterne und ein paar so milchige Nebelschwaden, aber... Ich glaube, ihr wisst schon, worauf ich hinaus will. Och nö. Hallo?
glaube fast, dass es hier unten weitergeht. So, jetzt wird es aber wirklich unangenehm still. Ja, Puzzeln. Randteile kann ich jetzt leider auch nicht suchen. Was ja immer eine gute Taktik ist, aber wenn es keine Randteile gibt, gibt es keine Randteile, glaube ich. Das muss doch dahin gehören, ja. Dann könnte das dahin gehören. Und, ja. Man soll ja immer nicht, aber gerade kann ich ehrlich gesagt überhaupt nicht anders. Weil es auch ein bisschen anstrengend und man fühlt sich so genötigt, wenn die Musik weg ist, immer so viel zu sagen. Man hat nicht mal einen Augenblick zum Nachdenken, also zum stillen Nachdenken. Ja, ich weiß, das bringt bei mir auch nicht viel. Aber sind das überhaupt genügend, um den kompletten Himmel hier zu rekonstruieren? Was ist das? Das ist das. Da ist das das? Ja. Die Farbe verändert sich auch leicht beim Einrasten, habe ich das Gefühl. Manchmal zumindest. Zack. Und ja, vermutlich gehört das da irgendwo dann hin. Halt da irgendwo so da rein, ne? Da kann man sich drauf... Habt ihr das gesehen? Also dieses... Ich bin der Meinung, das hatte ein viel helleres Eck oben links gerade. Kann ich die jetzt irgendwie random zusammensetzen? Macht fast den Eindruck. Also, das ist blöd. Also, das finde ich überhaupt nicht gut gemacht. Bin ich ganz ehrlich, weil... Ja auch, das hat links oben jetzt eine ganz helle Stelle. Ich probiere mal aus, was reinpasst. Das würde farblich eigentlich überhaupt nicht passen. Da auch nicht. Aber es rastet ein. Also das ist gerade, wenn es für Kinder gedacht ist, ist das eigentlich so ein No-Go. Also die Teile, nein, das darf nicht passieren, dass die Teile wirklich die Farbe ändern beim Einrasten. Nee, das finde ich nicht gut. Das finde ich nicht gut, gar nicht. Da könnte man nachbessern. Wird natürlich bei dem Spiel nicht mehr passieren, das ist schon etwas älter. Ja, aber wunderbar. Wir haben das eingepuzzelt. Ich würde mal sagen, das war Station 1, das ist Station 2. Dann haben wir hier diesen Baum, 3, 4, 5. Ich vermute mal, so 6 oder 7 Stationen gibt es im Ganzen. Schön, dann haben wir doch noch ein bisschen Spiel vor uns. Aber ich sage jetzt hier erstmal Tschüss. Danke fürs Zuschauen bis hier. Ich hoffe, ihr schaut auch bei den restlichen Teilen mit zu. Aber ich muss jetzt eine Pause machen. Bis dann. Danke fürs Zuschauen.